Hallo liebe Damen und Herren, mein Name ist René Unger Wagner und wir kommen zu den Kirmes Update diese Woche. Ja, diese Woche ist ganz viel was Neues zu erzählen, sowie neue Tipps, ganz viele neue Freizeitparks und auch vielleicht ein paar alte bekannte Freizeitparks. Und und natürlich die Kirmes in Altdorf, sowie wieder wie ein zweiter Freizeitpark in Düsseldorf. Und ja, und zum Schluss kommen dann noch die aktuellen Freizeitparks. Na gut, dann starten wir mal. 4.9. bis 20.09.2020 wird in Solingen ein Freizeitpark entstehen, der auf dem Klingenplatz stattfindet. Der Eintritt kostet 1 Euro. Für Kinder bis zum 6. Lebensjahr ist der Eintritt frei. Und vielleicht wird der Autoscooter Schmidt, also von Remscheid, der Autoscooter kommen. In Altdorf wird es eine ganz kleine Kirmes geben, die 10 Tage lang vom 18.09. bis 27.09. also eine Kirmes Light Edition, der auf dem Marktplatz in Altdorf stattfindet. Mannheim, Fun and Food, 12.09. bis zum 11.10.2020. Attraktionen werden vermutlicherweise jetzt diese oder nächste Woche erneut draufschlagen, aber Düsseldorf haben Heimatsommer, der nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende stattfindet, der auf den Stadtteil Hamm in Düsseldorf. Da kommt ihr am besten mit der S-Bahn dorthin, aber müsst ihr durch zu Lenzschille laufen. Ja, und der findet am 27.08. statt. Wie lange, weiß ich jetzt nicht. Und zwei offene Fahrgeschäfte haben wir gerade. Habe ich gerade aufgeschrieben, das ist einmal Kettenkarussell und eine Kinderschleife, weil auf dem Plakat war es gesehen. Naja, auf jeden Fall wird der Autoscooter Grob dabei sein, der Disco Dance von Geminda, 1001 Nacht von Sürmann und der Kinderflieger von Schmelter. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag 14 bis 22 Uhr, dann Sonntag 11 bis 22 Uhr, der erst auf den Nikolaus-Faber-Platz, der eigentlich auf vier Wochenenden ist. Einmal wird der nochmal 3.9. bis zum 6.9. stattfinden, 10.9. bis zum 13.9. und 17.09. bis zum 20.09. also 27.08. bis 20.09. Kassel. Ja, der Kasseler Sommer Freizeitpark oder Sommerfest, viel Sommerferien, was auch immer ist. In Kassel sind die Fahrgeschäfte schon teilweise schon aufgebaut. Und jetzt gibt es auch die Bekanntgebung von den Fahrgeschäften. Vielleicht kommt es noch ein, zwei dazu, aber das glaube ich eher nicht. Auf jeden Fall ist das Stylight von Beinhorn, Take Off von Rupert, der Frisbee von Rupert, so Riesenrad von Nier, dann der Kaleidoskop von Nier, der Chaos Airport von Haberkorn, der Kakao Beach von Kaiser, der aus Dortmund ist, Laserpix von Jane, Speedways, also ein Autoscooter von Kalfresh, Kinderkarussell Berger, Carwash, ein Scheibenwischer von Geibel. Es sollen insgesamt 60 Schaustellerstände da stehen. Auf diesem Freizeitpark können maximal 3000 Personen ein Gelände laufen am Tag, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, Personalien
und 1 Euro Eintritt. So, Gevelsberg. Ja, auch in Gevelsberg findet auch ein Freizeitpark statt. Der Gevelsberger Sommerspaß oder Sommer, auch irgendwas mit Sommer. Auf jeden Fall wird er täglich von 13.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, denn dort ist der Jetlag und der X-Force Neuheiten dort. Der X-Force war, ja, er war von Witten, das Geisterdorf auch, das Amazonasbahn auch. Dort soll Ares neu aufkommen und Sahara Valley und ja. Und der Autoscooter von Alexius wird auch von Witten nach Gevelsberg kommen. Dort gibt es auch ein Bierpaar. Die Piratenbar. Na gut. Navid. Ja. Da gibt es einmal vielleicht der Hawaii Swing von Shark, die wilde Maus vom Bad ist auch. Ich da, Wave ist da, Octopussy von Markmann, das Geisterhaus, Music Box, Kinderkarussell. Breakdance, Trampoline, die Goldmine, Happy Family, dann Kinderpferdekarussell, Twister, Babyflug, Turbine, weiß aber nicht welches ist. Mörs von, der auch bald stattfindet, im erstes Wochenende September bis zum zweiten Wochenende September. Und dort kommt die Viva Cuba von Hartmann, dort neben Polyp von Dresden gibt es die zweite Attraktion, Viva Cuba von Hartmann übergeben. Und dann gehen wir mal nach Oktober. In Oktober soll in Aalen einen Mini-Kirmes geben, dort ist der Breakdance von Bonner bekannt und ein Riesenrad. Wo ist der denn? Freizeitpark steht auf dem Dr. Paul Rosenbaum Platz und dort muss man nur 1 Euro Eintritt bezahlen. Hamm. Ja. Hamm wird Ende September, Anfang Oktober ein Freizeitpark entstehen. Der Datum ist, man hat es vermutet, am 18.09. Aber jetzt auch mal nach Bayern. Ja, in Bayern wird die Herbstpflege stattfinden, aber als Freizeitpark, der am 28.08. bis zum 13.09.2020 stattfindet. Und dort ist schon der 2 Attraktionen bekannt. Dort stehen die auch schon dort. Das ist die Fahrt zur Hölle, eine Geisterbahn und Best XXL. Ja, und vom 26. bis zum 11. Oktober wird ein Oktoberfest anstatt zum Oktoberfest ein Altstadtherbst geben, ohne Festzelt und ja, und ganz viel Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes. Die Öffnungszeiten sind folgt geplant, Montag bis Freitag ab 14 Uhr. Samstag, Sonntags und die Feiertage 11 Uhr. So, dann Rasch Freizeitpark. Habe ich noch nie gehört. Dort soll der Fussis Lachsalon und der Geisterbahn Dom Geister da sein. Dort kann man Sack hüpfen. Ja, und dort können die Kinder ganz viel Spaß haben. Dort gibt es auch eine Bühne und ja, es gibt noch ein mobiler Freizeitpark und der ist in Diepholz in Niedersachsen. Ja, eigentlich sollte ja dieses Jahr der Diepholzer Großmarkt stattfinden, aber vom 640. Großmarkt wird der erste mobile Freizeitpark und ja, vom 10. September bis zum 10. Oktober wird er stattfinden.
Dann gehen wir mal zum Spreepark. In Berlin wird der Spreepark neu aufgebaut. Ja, dort sollen die bereits begonnene Sanierung des Häuschens stattfinden. Ja, ein großer Biergarten am Wasser soll auch sein. Vielleicht ein See, so da. Zudem sollen darin Wohnungen für Künstler sowie Ausstellungsräume entstehen. Ja, das Eierhäuschen ist ein Haus mit diesem Turm und der steht immer noch, ist bestimmt denkmalgeschützt und war eine ehemalige Gaststätte. Auch das alte Riesenrad, das soll auch in Glanz wieder poliert werden, sowie auch die alte Parkbahn und das 360-Grad-Kino sollen wieder auch in Betrieb genommen werden. Extra Parkplätze sollen übrigens nicht entstehen, um der Natur so wenig Fläche wie möglich abzubringen. Stattdessen sollen die Besucher das Gelände mit dem Shuttlebus per Fähre oder zu Fuß erreichen. Ja, finde ich okay. Und 2022 werden wir bestimmt was Neues hören von diesem Spreepark. Zwischendurch werden wir natürlich was Neues hören von Spreepark. Dann das letzte Thema, bevor die aktuellen Kirmessen sage, soll ein temporärer Freizeitpark in Dormagen stattfinden, der vom 4.9. bis zum 13.9.2020, oh, ist nicht der letzte Thema, sondern das vorletzte Thema, stattfinden. Ja, Dormagen bekommt einen Freizeitpark, Stand irgendwas, Kashiko, irgendwas. Auf jeden Fall soll der Breakdancer Namatu von Dreher kommen. Und der Eintritt kostet krumme 99 Cent. Finde ich richtig kacke. Hätte man auch gleich 1 Euro machen können. So, Gunzenhausen. Da sollen nur Kinderkarussells sein. Schießbuden und Essensstände. Der vom 5.9. bis zum 20.9. steht. Und kein Alkoholverkauf. Die wollen dort keine Groß Fahrgeschäfte, so wie in Worms. Worms will keine Hochfahrgeschäfte. Deshalb kommt Gladiator oder andere Hochfahrgeschäfte nicht dorthin. Bin ich richtig traurig. Aber dann kommen wir zu den aktuellen Freizeitparks. Ja, der Holiday Park Stettin wird bis zum 31.8. laufen. Der Kirmeszauber Wipper führt. 30.8. Happy Park Erftal und Euskirchen war schon abgelaufen. Der Freizeitpark Ulen weiß ich jetzt nicht, ob der noch da ist oder weg ist. Der Leipziger Schaustellerland weiß ich jetzt auch nicht, ob der noch da ist. Dürener Sommerspecial bis zum 30.8. Ibiland bis zum 30.8. Hannover wird bis zum 3.9. fungieren. Bad Kreuznach wird noch dieses Wochenende sein. Öcher-Bendgelände bis zum 6.9. Der Nibelungenland wird diese Woche stattfinden, sowie die Gebelsberger Sommer, der vom 21.8. bis zum 25.8. geht. Chemnitzer Sommerferien 22.8. bis zum 30.8. Ja, habe ich eigentlich alles gesagt? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es unter die Kommentare. Wenn ihr gerne Wünsche und Anregungen habt, schreibt es auch hier unter die Kommentare. Ja, eigentlich habe ich so gut wie alles von dieser Woche gesagt, aber es kann ja sein, dass man Themen zu viel überblickt und was vergessen habe. Aber auch, wenn ihr so
weißt, ja, Entschuldigung, der Freizeitpark gibt es nicht mehr, dann könnt ihr auch dazu unterschreiben, egal, das ist, ja. Ja, und jetzt würde ich mich jetzt beenden, das Video beenden, und am Mittwoch gibt es dann Neuigkeiten von dem Freizeitpark. Bis zum nächsten Mal, euer René Unge Wagner.